Dicht oder ergreifend? Schlechte Frage. Tausendmal beantwortet. Nie cool beantwortet. Dicht. Oder? Dicht. Old School, New School, True School. Dicht und ergreifend heute im Blockrebellen-Interview. Servus, ich bin der Lefduti von Dicht und ergreifend. Was geht ab? Ich bin der Urquell und wir sind zu Gast heute bei den Blockrebellen in Berlin. Habe Derry. Get Dominique's O ist das neue Album. Tourdaten stehen ja auch schon. Aber zunächst einmal vielleicht erstmal über das Thema, worüber ihr rappt. Get Dominique's O. Es ist kein Konzeptalbum, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Themas, Thematas, Themiis. Themen. Wollen wir uns auf Themen einigen? Themen. Einigen wir uns auf Themen. Es wird gerappt über allerhand Verschiedenes. Also lustig, ernst, Geschichten. Wir erzählen zwei Geschichten drauf. Das klassische Storyteller. Eine sehr lange Geschichte, die dauert, glaube ich, über 10 Minuten sogar. Und was ist das Thema bei diesen Geschichten? Das sind Beobachtungen eigentlich, Gesellschaftsbeobachtungen im Endeffekt, im globalen, über das ganze Album. Es geht um Umwelt, es geht um Essen, es geht um einfach ums blöd daherreden, es geht ums Dorf, es geht um die Stadt, es geht um die Welt. Mhm. Ja, das ist trotzdem, wenn ihr so sagt, es ist global, trotzdem ist mein Eindruck, dass es da dennoch geografisch schon eine Eingrenzung gibt, weil ihr berichtet ja quasi aus eurem, sag jetzt mal, lokalen Bereichen, wo ihr aufgewachsen seid. Wo seid ihr denn eigentlich aufgewachsen? In Niederbayern, zwischen, was kennt man so, man kennt vielleicht noch Landshut, das ist die Landeshauptstadt, und man kennt Regensburg, das ist die Landeshauptstadt von der Oberpfalz. Mhm. Und wir sind also dazwischen in zwei kleinen Dörfern aufgewachsen, aber relativ nah aneinander. Also ihr beiden? Genau. Okay. 7 Kilometer, so ein Wald liegt zwischen unseren Dörfern. Okay, aber ihr habt euch erst später kennengelernt, nicht in der Kindheit, ja. Soweit ich mich... Mit 20, also oder 19, ich war 19 und also vor circa 15 Jahren war das. Und da seid ihr irgendwie zusammengekommen, habt aber noch keine Musik gemacht? Nee, erstmal nicht, aber es war die Musik, die uns zusammengebracht hat sozusagen. Ich habe einen Jam veranstaltet, auf dem Fabian als Gast war und da haben wir uns kennengelernt. Um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, da lasse ich euch nämlich noch nicht gehen. Eure Region, die spielt ja doch durchaus eine Rolle. Also ihr habt euch ja entschlossen, Blasmusik zu nehmen. Ihr habt euch dann entschlossen, ein modernes Element wie Rap dazu zu nehmen. Und dann habt ihr Geschichten, die, würde ich jetzt sagen, kenne ich als jemand, die zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und in Berlin hauptsächlich war, nicht so, aber durch Klischees vielleicht. Also die sind ja schon sehr, sage ich mal, dem bayerischen Raum zuzuordnen. Aber welchen Klischees sprichst du quasi? Na, also ich glaube, da kommt sowas wie Oktoberfest zum Beispiel ist ein Thema. So, da gibt es eine Zeile, die habe ich heute auch gesagt bekommen. Die Bavaria ist mir zu... In dein Bavaria steckt man zu Aria. Ja, richtig. Und da geht es dann schon weiter mit dem Käferzelt. Ich kann es leider nicht so schön singen wie und schon gar nicht aussprechen, aber so... Du sitzt im Käferzelt, bestellst dir runden Kaviar, doch speibst nachher schon später der Bavaria fort Vagina. Das da heißt? Also, willst du erklären, oder soll ich es will? Ja, bitte. Du sitzt im Käferzelt, also das ist quasi das am Oktoberfest das Schnöselzelt von Käfer, von Feinkost. Ja. Wo quasi wahrscheinlich die, wir waren noch nie drin, aber es ist, das ist wahrscheinlich die High Society da zu Gast, tagt allabendlich. Du sitzt im Käferzelt, bestellst eine Runde Kaviar, doch übergibst ihn eine Stunde später der Bavaria, das ist die Statue, direkt vor die Vagina. Das da, wo der ganze Kotzplatz ist, der Wiesen, Speiplatz oder Speihügel. Speihügel. Ja. Das ist ja schon eine Abrechnung. Das ist ja irgendwie schon so ein Vorwurf, den man irgendwie, der sich auch so thematisch, würde ich sagen, schon durchzieht bei euch. Es ist ja ein Abrechnen.
teilweise mit der Moderne, mit der Tradition. Don't believe the like ist ja auch wieder so ein modernes Element, was wiederum so ein bisschen angeprangert, also hauptsächlich angeprangert wird, wie auch das Traditionelle. Wo findet ihr euch da in der Mitte? Ihr bedient ihr euch ja mit dem Instrumentalen und diesem Bläsernmusik schon recht auf einem sehr traditionellen Boden. Ist es wirklich deine Meinung sozusagen, dass es traditioneller Boden ist, nur weil quasi das Ganze von Tuba und Trompete begleitet wird eigentlich? Das ist nicht das Grundelement. Es sind Elemente. Elemente. Es sind Elemente, die ich aus dieser traditionellen Ecke kenne, die natürlich neu gespielt werden, also beziehungsweise neu eingesetzt werden, weil ihr auch die Samples nehmt von Hip-Hop-Klassikern bis hin zu funky Geschichten, die man jetzt vielleicht auf Anhieb, jetzt wenn man euch jetzt nicht kennt, so vielleicht nicht raushört. In erster Linie hörst du ja Tuba und all diese Elemente, aber die sind modern besetzt worden, würde ich sagen, in die Moderne hinein interpretiert worden. Mhm. Und wie findet ihr eure Balance dazwischen? Musikalisch ist es, zum Teil bedient es sich quasi an traditionellen Elementen, aber zum Großteil eigentlich nicht, so kann man eigentlich behaupten. Die Musik funktioniert durch die Bläser auf jeden Fall um einiges besser, würde ohne den Bläser nicht so gut funktionieren, aber andersrum wäre es überhaupt nicht möglich. Also ohne Beats, Samples und so würde das ganze Ding nicht funktionieren. Mhm. Nur mit Bläser zum Beispiel, nur in Bläserbesetzung, würde das komplette musikalische Projekt nicht funktionieren. So. Deswegen ist eigentlich die Bläser oder das Traditionelle ein Topping für das Ganze. Also meiner Meinung nach. So. Aber ich finde es immer schwierig, das immer auf das Traditionelle runterzubrechen, weil es im Endeffekt ja nur zwei Instrumente sind. Und was unterscheidet jetzt, bis auf die Sprache, so ein klassischer Track, der irgendwo zwischen 80 und 95 BPM liegt und irgendwie eine Trompete mit dabei ist oder eine Tuba? Wo unterscheidet das sich zu einem Track von, keine Ahnung, Wyclef Jean oder einer Lauryn Hill, die auch irgendwie einfach Tracks hat, wo eben Bläserelemente drin sind und die es so richtig New Yorkig teilweise machen und orchestral. Also da sehe ich irgendwie eigentlich keinen Unterschied, sondern es ist irgendwie das Gleiche. Das Einzige, was unterschiedlich ist, Tatsache ist eben, dass es ein Akzent ist, dass es halt nicht Hochdeutsch ist, dass es halt einfach ja, unsere Mundart ist, aber es ist im Kern einfach nur Rap mit Beats. Vielleicht ist es das der Grund, weil angenommen, die Musik wäre gleich mit Bläser und so fort, weiter und so fort, aber unsere Raps werden auf Deutsch. Dann Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch. Dann würde das wahrscheinlich diese Frage gar nicht aufwerfen. Deswegen ist eigentlich schon entscheidender tatsächlich die Mundart als die Instrumentierung eigentlich. Und das ist ja das Interessante mit euch, ihr brecht mit der Geschichte. Ihr wollt ja eine neue Interpretation und ihr wollt ja auch, so scheint es, mit euren Anprangern, mit euren Fragen, mit eurer Kritik, ja in eine gewisse Richtung. Inhaltlich jetzt. Inhaltlich auch. Ja, es ist, die Richtung ist, kann man die gibt uns unser Ich eigentlich vor. Es ist nicht so gewollt, wir wollen in diese Richtung gehen, aber es ist einfach so, allein ein Album zu machen, wo es nur um das Gleiche gehen würde, nur um Battle Rap oder nur um, ist als Konsument für mich cool, aber irgendwie das eigene Album muss gespickt sein mit allen möglichen Dingen. Es muss zum Schluss auch unterhalten, muss zum Schluss auch Humor haben. Und das Schöne ist, es gibt so viele Themen, über die man sich ja aufregen kann. Also wie bei Don't Believe, wenn man da hergeht und sagt, alles ist geil, alles ist super, wo habe ich da irgendwie dann was zu sagen letzten Endes, wenn ich alles absegne? Und so schaut man halt auf die verschiedenen Sachen, wie was sich total viel getan hat in der Essenskultur. Kriegt man natürlich mehr mit, wenn man in Berlin lebt, als in einem 30-Seelendorf. Ist auch klar, dass in der Metropole gewisse Bewegungen erst anfangen. Also ich brauche meinen Eltern jetzt nichts von einem Demeter-Bauernhof erzählen, weil das wird ihnen nichts sagen. So, obwohl ich jetzt seit über 10 Jahren in der Großstadt lebe, habe aber irgendwie, glaube ich, irgendwie da die letzten Jahre mehr dazugelernt, was Ernährung und so weiter angeht. Genau, und so gibt es halt so ganz verschiedene Punkte, mit denen man sich auseinandersetzt. Und da ist nicht alles gut. Und man sucht sich dann eben die schlechten Punkte raus und versucht, die zu persiflieren und so ein bisschen auszuhebeln und mit denen einfach zu spielen. Genau. Oder wenn es um die Umwelt geht, so, dann gibt es einen Track, der geht
hauptsächlich um die Umwelt in dem Gebiet, wo wir aufgewachsen sind. Aber das lässt sich eigentlich komplett auf überall ummünzen. Mhm. Aber dieses direkte Ansprechen von Ortschaften, von tatsächlichen Dingen, die es bei uns gibt, die machen das Ganze einfach greifbarer und auch lustiger im Endeffekt. Mhm. Weil wenn du über ein ernstes Thema dann doch lachen kannst, dann bist du im Endeffekt, hast es drin dann letztendlich. Da lernt man auch besser. Ja. Der Humor. Eure Tour ist mir aufgefallen. Ich habe es versucht, irgendwie geografisch, was heraussticht, ist, ich glaube, die einzigen nördlichsten Punkte auf der Landkarte sind Berlin, Braunschweig, Leipzig. Und sonst spielt sich das alles südlich, ich sage jetzt mal Nürnberg, und dann geht's runter. Ja, da ist noch ein bisschen was. Also es gibt Hamburg, Bremen, Frankfurt, Köln, Frankfurt, oh, genau. Offenbach. Also die größeren Metropolen quasi. Genau, ja. Aber es sind sehr viele, aber auch in kleineren Regionen im Süden so. Ihr bedient schon wirklich eine Nische, die auch südlich fort, also die wirklich auch durch euren Mundart, um jetzt mal wieder dahin zu kommen. Ihr bedient ja schon eine Nische, würde ich sagen. Also in Bayern ist es keine Nische, es ist im Rest von, also außerhalb Bayerns ist es eine Nische. So, weil Gesamtdeutschland gesehen, wollte ich damit sagen. Also natürlich ist es in Bayern ist das wahrscheinlich. Genau. Gibt's da, deswegen gibt es auch da die kleineren Käfer, wo wir spielen. Und genau. Da ist auch was los. Ja. Aber außerhalb von Bayerns gibt es eigentlich nur halbwegs eine Chance, wenn man in der größeren Stadt ist, die mehr Zuzug hat und so weiter. Also da waren wir auch schon öfter und es ist irgendwie auf jeden Fall immer sehr interessant und wird auch immer besser. Also Hamburg sind wir irgendwie zum vierten Mal jetzt schon oder zum fünften Mal. Und ja, ist geil auf jeden Fall. Aber im Osten waren wir noch nie, im Endeffekt. Genau. Außer in Kiew. Leipzig, also genau. Richtig Osten. Also eigentlich richtig Ost. Ja, aber im deutschen Osten ist Leipzig eigentlich das erste jetzt. Ja, super. Ja. Worauf freut ihr euch am meisten jetzt auf der Tour? Boah, so weit bin ich im Denken noch gar nicht, weil erstmal die Proben anstehen. Aber ich freue mich gesamt halt einfach auf die Tour. Also es wird anders werden, es wird neu werden, nicht komplett neu, aber viele Sachen werden anders sein. Und als die letzte Tour? Ja. Und das letzte Album? Genau, weil jetzt zum Beispiel muss man aus dem ersten Album einfach einen Haufen Songs kicken, so die man nicht mehr spielen kann aufgrund der Zeit, die man hat. Von daher, ja, es ist erstmal das Wichtigste, es kommt das Album raus, mal schauen, ob es die Leute feiern. Das ist mal das Wichtigste und wenn wir da einen guten Job gemacht haben, dann glaube ich, wird es auf Tour auch geil. Dicht oder ergreifend? Schlechte Frage. Tausendmal beantwortet. Nee, cool beantwortet. Dicht. Oder? Dicht. Übernimm. Dicht. Dicht. Dreier oder Siebener? Weder noch. VW-Bus. VW Scudo. Fiat Scudo. Neunsitzer. Augustiner oder Pilsner Urquell? Urquell. Hummus oder Oberster? Oberster. Aber der vom Papa. Hummus. Obwohl er jetzt der Oberster steht. Aber wenn der Hummus da gewesen wäre, hätte ich den Hummus genommen. Oldschool oder New School? True School und Hauptschule. Hauptschule. Was ist der Unterschied, wenn ihr sagt Hauptschule? Das ist egal. Es ist egal, ob Oldschool oder New School, Hauptsache Cool School. Und Hauptschule ist Cool School? Hauptschule erklärt einfach nur, dass egal, wie egal das eigentlich ist. Weil letztendlich ist es egal, ob du auf der Hauptschule warst, auf der Realschule, ob du Abitur hast oder überhaupt keinen Schulabschluss hast. Das spiegelt das wieder, dass es egal ist, dass es wurscht ist. Friedrichshain oder Ottering? Für mich ist Friedrichshain, wenn dann ist bei mir Tunzenberg. Ja, Ottering. Doch, ja. Seid ihr schon bereit für ein Bier? Nein. Nee? Noch nicht. Ja. Gut, ich bin mir ganz froh, dass ich ganz trinken möchte. Was? Erstmal was essen. Ghetto.